Typ Tuning Raw, 66, straight into Lockdown. Die Ouvertüre musste ich jetzt irgendwie nehmen. Wir haben Montag, heute wird wieder alles entschieden angeblich. Ne? Ja. Aber wir wissen ja schon, wie es kommt. Oder absolut. Wie es dann gekommen ist, wenn ihr das seht. Ne? Ich werde heute wahrscheinlich die Folge unter den Titel stellen, die Demokratie ist an Covid gestorben. Ja, zum Beispiel. Punkt. Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin mittlerweile auch so ein bisschen, das ist so eine Dystopie. Also ich habe mich heute auch dabei erwischt, habe ich gedacht, hey, habe ich eigentlich Lust, den Rohrkasper heute zu machen, wo es gerade so scheiße läuft in diesem Land. Mhm. Und während wir hier sitzen und unsere Späße reißen, die keiner guckt, entscheidet die Staatsratsvorsitzende schon wieder über, weißt du, irgendwie wieder in den Lockdown. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass der Lockdown aufgehoben war. Also ich wäre gerne mal raus, und um zu sehen, wie es denn eigentlich ist. Ne? Und ich meine, weißt du, ich habe ja vor einem Jahr, wie die ganze Scheiße losging, habe ich ja auch gesagt, also irgendwie so als Unternehmer muss man auch Rücklagen und Reserven schaffen und so. Und ich habe ja bislang auch immer noch keine irgendwelchen Nothilfen beantragen müssen. Wollte es natürlich auch nicht, weil ich den Staat hasse. Aber ich finde es so bitter, dass du quasi vom Staat dazu genötigt wirst, die Existenz, die du dir aufgebaut hast, zu verlieren, weil ich sag mal so, die Reserven, die waren eigentlich mal vielleicht für eine Altersversorgung gedacht oder für was auch immer, und jetzt musste die Reserven aufbrauchen, damit die Firma nicht in den Arsch geht, ja, und sag mal so, ich hatte es ja in der letzten Folge auch schon gesagt, alles wird schwieriger, Bauteilbeschaffung und so weiter, und das ist das, was mich schon extrem ärgert, weil ich meine, ich muss auch gar keinen Hehl draus machen. Die Umsätze sind seit dem Jammer brutal in den Keller gesackt. Da will ich aber nicht jammern, weil es geht anderen auch so. Mhm. Aber es stört mich halt, dass mir der Staat eine Existenz vernichtet, die über Jahrzehnte funktioniert hat. Und das mit fadenscheinigen Argumenten und ich sag mal mit merkwürdigen Inzidenzen und irgendwelchen PCR-Tests und sonst was für Sachen. Und ich meine, es muss jedem klar sein, wenn die jetzt ihre Selbsttestoffensive starten, dass dann wieder die Inzidenz hochgeht. Und es war mit Ansage klar. Das wird eins zum anderen dann. Ja, und weißt du, was mich am meisten an der Sache verstört oder fertig macht? Das ist tatsächlich, sind die blöden Deutschen, die dummen Deutschen. Ja, weißt du, es kommt der Tag, da kann ich mich über Migration gar nicht mehr aufregen, weil wir sind selber so verblödet, dass wir es nicht besser verdient haben. Ja? Jetzt guck dir mal, normalerweise müsste man ja meinen, dass die Leute mal mitbekommen, dass sukzessive die Wirtschaft zerstört wird, ja, und dass wir irgendwann nur noch psychopathische Kinder haben, weil die alle komplett am Rad drehen und da nur noch bettnässende Daumenlutschende Psychopathen erzeugt werden. Ja? Und das Schlimme für mich ist die Wehrlosigkeit des deutschen Volkes, dass niemand aufsteht. Ja? Und was für mich wirklich der Tritt in die Eier war, waren die beiden Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Vor allem Baden-Württemberg, ja. Weißt du, mit Daimler, mit Porsche, ja. Mit guck mal, Hockenheimring. Das Auto, das Autoland. Ja. Und der größte Teil der Zulieferindustrie sitzt da. Und dann ist da so ein alter Tatter-Opa, ja, der seinen faltigen Arm für irgendwelche Impffilmchen hergibt, ja, der verkündet als sein Mantra, die drei wichtigsten Dinge sind jetzt Klimaschutz, Klimaschutz, Klimaschutz. Mhm. Ja? Hat er Klimaschutz vergessen. Ja, ja. Und da muss ich sagen, das in dem Autoland Nummer 1 in Deutschland, da kann ich nur sagen, die Deutschen haben es nicht, die haben abgewirtschaftet, die haben es nicht besser verdient. Ja? Ich möchte wirklich all diesen Vollidioten, die SPD, Grüne, Linke, CDU, ich kann's wirklich nicht fassen. Das heißt ja einfach so, weiter so, ne? Ja, natürlich. Die Leute haben für einen weiter so gestimmt. Und ich glaube auch, das Problem ist tatsächlich das,
dass sich niemand um die Unternehmer kümmert und dass sich niemand um die kümmert, die noch so ein bisschen Gas geben. Es gibt einfach zu viele, die sich im Lockdown gut arrangiert haben. Ja. Die ganzen Beamten, öffentlicher Dienst und so weiter, die trifft sowieso nicht, weil die kriegen ihr Geld, ob sie was machen oder nicht. Ich sage nur Zulassungsstelle. Die kriegen die vollen Bezüge und machen trotzdem noch, ach, es geht ja nichts wegen hier und wegen da. Ja? Und ausbaden müssen es dann tatsächlich die, die für den Staat noch was beitragen. Und ich glaube, die ganzen Kurzarbeiter haben auch noch nicht verstanden, dass die eigentlich schon arbeitslos sind. Und ja, was mich genauso aufregt, wenn sich dann die Leute freuen und sagen, ach, aber was weiß ich, der Altmaier oder der Finanzminister, die geben uns einen Scheißdreck. Das ist unser Geld, das wir in Jahren eingezahlt haben. Und die wagen es, mit ihren armseligen Strategien zu verrudern, dass noch Generationen nach uns an dieser Scheiße bezahlen müssen. Und das erbost mich so. Ja, also ich meine, mich erbost schon, was die Regierung macht. Ja, und ich schreibe ja auf Telegram auch öfter mal Klartext, was ich hier gar nicht reden kann. Ja. Aber was mich wirklich in ein dystopisches Loch fallen lässt, das ist das Verhalten unserer Mitbürger. Dass die diesen Abschaum überhaupt noch wählen, ja, was weiß ich, will jetzt gar nicht anfangen von Korruption und hier und da. Aber ey, wie kann man denn sowas wählen? Ganz ehrlich. Aber ich meine, mit dem Korruption, das gibt es ja nicht erst seit den Masken. Also, nein. Oder mit den Masken, die jetzt, das aber, ist halt schon, weißt du, immer so. Ich will jetzt gar nicht, hier die Moralkeule schwingen, ja. Aber wenn es wirklich so ist, dass wir zurzeit eine Situation haben, wo es allen schlecht geht, selbst wenn es erlaubt ist, dass ich nebenbei Geschäftchen mache als Abgeordneter, was ich nicht nachvollziehen kann, weil warum muss der noch einen Zusatzverdienst machen? Der hat, was weiß ich, 10 Mille, der hat Reisekosten, der hat Mitarbeiter, der hat ein Büro, würde ich auch nehmen. Ja, ja, so. Ja. Und da muss ich dann sagen, was ist das für ein Zeichen an die Bevölkerung, wenn ich dann in dieser Zeit mich noch mit irgendwelchen Deals da nebenbei beschäftige und dann noch Provisionen, gerade für solche Reizthemen wie Masken oder sowas bekomme. Ja. Ah ja, weißt du, das ist so, keine Ahnung. Immer mit der Vorbildfunktion kannst du sowieso vergessen. Total. Dann Wasser predigen, Wein saufen, andere Sache, ne? Und keine Ahnung. Das aber ist halt, da sieht man aber, wie die Leute auch sind oder wie ein die Land, halt politische Ämter ausnutzen. Ein Land, das 15 Jahre lang eine Kommunistin als Bundeskanzlerin duldet, wir haben es nicht besser verdient. Ja? Weil wir sind so lethargische Lappen alle, schließe ich mich gar nicht mit, also bin ich genauso betroffen, mit Sicherheit, ja, dass wir uns diese Scheiße gefallen lassen und wahrscheinlich werden wir erst aufstehen, wenn die letzte Mark verrudert ist, wobei bei mir ist es mittlerweile so, mein Zorn steigt, wenn ich sehe, wie das Konto sinkt, ja. Und ich weiß eigentlich nicht, was dann an dem Tiefpunkt irgendwann mal passiert, aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein paar Autothemen. Kurze Zwischenfrage, war das so mit den Katzen jetzt? Nee. Meinst du das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist quasi strikefähig? Ich glaube, das können wir senden. Ja? Ja. Also ich bin mir da nie so sicher, weil wenn ich dann so andere Kanäle manchmal sehe, wo ich auch denke, ja, safe, ne? Und dann ist einen Tag später oder ein paar Stunden später das Video weg, wo ich dann denke, was war da jetzt? Verstehe ich nicht. Hassrede oder Mobbing oder was weiß ich. Ja. Habe ich alles nicht kapiert, ne? Ja. Also mit Meinung sagen oder so ist eh schwierig geworden. Ja, es ist alles schwierig geworden. Wir sind eingeschränkt in der ganzen Testerei und Filmmacherei durch die aktuelle Situation. Ja, die jetzt und, noch schlimmer wird, und dann wenn wieder Ausgangssperren kommen. Sind so. Wir noch eingeschränkt in dem, was wir sagen dürfen. Das waren wir schon vor 2-3 Jahren, deswegen wir eigentlich die ganze Rohrscheiße eh fast schon an den Nagel gehängt hatten. Ja. Stimmt, ja. Es kann alles nur schlimmer werden, aber um mal die Brücke zum Thema Auto zu schließen, und trotzdem noch, wir fahren mal, noch Auto. Noch mal zu sagen, danke an die ganzen Schwachköpfe, die so eine Scheiße wählen. Ja. Ich war am Sonntag im Odenwald irgendwo unterwegs und da habe ich gesehen, an irgendeiner Tanke Shell V-Power 1,79. Oh, super, oder? Da hast du dich gefreut, also, oder? Total. Hast du noch Trinkgeld gegeben? Natürlich. Also ich meine, ich tanke ja kein V-Power. Ja, so. Ja. By the way, ja. Wir wollen jetzt nicht wieder die 102-Oktan-Geschichte. Ja. Aber ey, man muss sich das mal vorstellen. Und warum? Wegen so ein paar irren Klimavögeln, die dafür noch sorgen, dass wir
noch irgendwann im Blackout sitzen, ja, weil wir nur noch Sonne und Wind haben. Ja, und am Stein lutschen oder ja, so. Ja, aber dann kaufen wir den Atomstrom aus Frankreich oder Tschechien oder so. Yes. Überleg dir mal, 1,79 und das in Zeiten, wo das Rohöl eigentlich eher erschwinglich ist. Mhm. Ist ja auch wieder Überproduktion. Was meinst du denn, wenn der Rohölpreis mal wieder ansteigt, hochgeht? Ah ja, da sind wir ganz schnell bei über 2 Euro. Ja. Ganz und dann guck mal, was da noch hinzukommen soll in nächster Zeit an wie nennt sich das? CO2. Ja, Dreck. Luftsteuer oder sowas. Ja. Ne? Ey, das kann man sich wirklich nicht ausmalen. Ne? Mach mal was von deinem Zettelthema. Ich muss ja erst mal wieder runterkommen. Ich vergesse es jedes Mal, die Brille aufzusetzen bei dem Thema. Ja, aber du siehst, die Augen. Bei dem Verkäufer der Brille funktioniert sie ja auch nicht mehr wirklich. Der braucht jetzt schon so ein... Wie so eine Schweißermaske. Der hat jetzt aufgerüstet, ja. Ja, genau. Kommen wir mal zu ein paar Autothemen. Ja. Habe ich mir so mal ein paar aufgeschrieben. Das wollte ich das letzte Mal eigentlich schon machen, habe ich vergessen, überlesen oder die Zeit war zu knapp. Ja. Ja. Und zwar bei einigen Videos... kriegt man manchmal so Kommentare, was weiß ich, hättest du doch besser in dem Modus die Beschleunigungsmessung gemacht oder wieso machst du das nicht in S oder keine Ahnung, so Sachen halt, ist D oder S schneller beschleunigen hier und jetzt, wenn man so Messungen macht, 0,100, 0,200 und da wollte ich eigentlich nochmal ein paar Sachen zu sagen. Ja, mach. Weil gerade jetzt, wir nehmen jetzt mal ein SQ5, da war das zum Beispiel gewesen, bei der Beschleunigungsmessung, da kann ich mich jetzt noch dran erinnern, wo ich dann in D, also zumindest auf dem Video hat man dann gesehen, ich fahre in D an und beschleunige dementsprechend durch, 0 auf 200 oder 250 oder was ich da drauf hatte und dann schreibt dann jemand runter, ja, in D, in S wäre es wahrscheinlich schneller gegangen oder so und dann habe ich dann auch gesagt, ich probiere das natürlich immer in beiden Modi oder manchmal vergesst man natürlich auch, in S zu schalten oder bestimmte Sachen anzuschalten, machen das aber dann später trotzdem und da muss ich sagen, Bei normalen Autos, sage ich mal, die jetzt D- und S-Funktion haben, ist 0 auf 100, 0 auf 200, habe ich bisher noch keinen Unterschied feststellen können. Also alles, was da im Zehntelbereich vielleicht stattfindet, das sind Messtoleranzen. Wenn man beim Auto, was ich, 3-4 Mal hintereinander das macht, dann ist er schon warm, dann ist er eh ein bisschen langsamer. Ne? Das Einzige ist, was bei manchen Autos natürlich ist, wenn die jetzt eine Launch-Control haben oder dass man in S die dann erst quasi aktiviert oder bestimmte Modi anmachen muss, um dann halt in so einen Modus zu kommen, wo man dann maximal schnell beschleunigen kann oder wo das Auto dann dementsprechend die ganzen Sachen regelt. Aber generell habe ich jetzt zwischen D und S im Normalfall keinen Unterschied feststellen können, was so 0 auf 200, sage ich mal, angeht. Ne? In dem Falle Bodenblech ist Bodenblech. Ja, in dem Falle, da werden vielleicht einige sagen, ja, aber in S dreht er dann vielleicht ein bisschen mehr aus oder so. Ja, das macht vielleicht... bei einem R8, der 8.500 dreht oder so, da mag das so sein, ja, aber bei einem normalen Fahrzeug und selbst in S drehen die ja oft auch nicht aus. Nee. Ne? Gerade in den unteren Gängen schalten die relativ früh hoch und ich sag mal so, die Entwickler haben das halt so abgestuft oder und wenn ich dann auch die Werksangabe oder dementsprechend erreiche, was soll ich mich da jetzt beschweren? Ne? Und ich meine, selbst wenn es so ist, dass bei sportlichen Autos, was ja durchaus der Fall ist, wenn es irgendwelche gibt es ja bei dem Honda Civic auch, irgendwelche Sport- oder R-Modi oder so gibt. Da merkt man dann ja schon, dass das Ansprechverhalten oder auch beim Subaru verändert ist. Gaspedal von der Gaspedal-Kennlinie. Aber sagen wir mal so, Klappen offen ist halt Klappen offen am Ende. Ja. Am Ende, das ist dann egal. Ja? Das ist dann eher so, wenn man irgendwo fährt oder schnell fährt, dass das dann das Getriebe besser anspricht, schneller anspricht, die Gänge nicht immer gleich nach oben schaltet, sondern auch mal einen Gang hält. Mhm. Oder auch, wie gesagt, Gaspedal-Ansprechverhalten anders ist oder auch Fahrwerk dementsprechend sich anders verhält. Es ist in seltensten Fällen so, was weiß ich, da gab es doch beim M5, dem vom E60, den M5 mit dem V10, da gab es doch so einen Knopf auch mit 400 und 507 PS. Da gab es schon irgendwie so Unterschiede, sag ich mal, in der Einstellung. Je nachdem, wie du gefahren bist, dass er dann die volle Leistung freigeht. Aber im Normalfall ist es ja nicht so. Ne? Den habe ich nicht so gemocht, muss ich sagen. Bin ich nie gefahren, kann ich nicht mitreden. Wäre ich gern mal gefahren. War nicht so. Aber man munkelt auch, dass der auch seine 507 PS wohl nicht erreicht oder sowas. Ne? Aber das ist so von Hörensagen. Es ist zu lange, ich kann es dir nicht mehr sagen, aber so vom Gefühl her fuhr der sich nicht. Also nicht so wirklich Boost nee, oder nee, was? Nee, ja? nee, nee.
Also da sind die aktuellen M5s doch schon. Die sind schon knackig. Ne? Ja, ich hab heute Morgen da ein Video geguckt vom M5. Geht gut, ja. Wobei ich würde dir widersprechen, ich mag die Sportvariante Fahrwerk nicht, ist mir zu unharmonisch. Habe ich gesagt, dass ich die... Ja, ich glaube, du hast gesagt, du hast alle Sport. Ich habe alles jetzt mal auf Sport Plus gestellt, ja. Genau, ja. Aber egal, Geschmackssache. Ja, könnt ihr euch angucken. Irgendwas bummert gerade ganz schön. Ein Hubschrauber mal, wahrscheinlich. Die kommen uns schon holen, ja. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich denke auch... Das hört man mit Sicherheit. Ist das ein Hubschrauber? Ja, das ist ein Hubschrauber. Aha. Ja, also nicht, dass hier jetzt die GSG 9... Hallo, gleich Frau Merkel. Hier, die seilen sich hier gleich ab, gleich fliegen die Fenster weg und kommen Gasgranaten hier rein. So sieht's aus. So schnell geht's, ja. Wahnsinn. Weil du auch gerade sagtest, Kommentare, da fällt mir auch noch was Lustiges ein, was ich hier auf meinem Zettel hatte. Irgendeiner hat bei deinem Navara-Fahrbericht sich irgendwie total echauffiert, wie scheiße das wäre. Und mein Fahrbericht selber? Ja, oder das Auto? Fahrbericht fand er, glaube ich, auch nicht so toll. Und dann, was weiß ich, dass man Nutzfahrzeuge nicht tunen sollte. Und wir hätten ja voll das Hartz-IV-Tuning. hat da rumgepöbelt. Das war dann wieder sowas, wo ich dachte, sollte man sowas löschen? Aber wir hatten ja letztens die Diskussion, wir löschen ja eigentlich nichts. Und da habe ich mir gedacht, ich lasse es stehen und schreibe ihm mal, ob er nicht zukünftig Berater werden will bei uns, damit wir es dann richtiger machen. Aber gab keine Antwort wahrscheinlich. Nee, da gab es keine Antwort mehr. Was ich auch krass fand... du hattest mir letzthin ein Video geschickt, und zwar einer unserer Zuseher, mit dem wir irgendwann in besseren Zeiten, wenn die jemals kommen sollten, mal einen Elektro-Talk machen wollen. Mhm. Ja, der hat so einen Air-Ranger-Service, also der kommt mit dem Flugzeug geflogen, um den Tesla zu warten. Das ist total geil, oder? Voll krass, oder? Ja, ja. Stimmt, das hab ich dir geschickt gehabt. Da hab ich gesagt, das erklärt jetzt wahrscheinlich auch, warum der gesagt hat, aus dem tiefsten Bayern, er könnte mal vorbeikommen für den Talk. Ja, ja. Der wird sich einfach. Der fliegt hier Flughafen Egelsbach einfach mal hin und dann ist er ja schon in der Nähe. Ne? Dann ist ja ruckzuck hingeflogen. Ne? Das fand ich echt mal cool. Ne? Und vor allen Dingen, das ist so ein Ultraleichtflugzeug, wie ich gesehen habe. Mhm. Ne? Das scheint von den Kosten her, sagen wir mal, nicht brachial viel schlimmer zu sein, wie wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst. Ja, überhaupt nicht, ja. Also vor allem bist du viel schneller. Weißt du, das ist schon eine geile Sache. Ideen muss man haben, ne? Also auf alle Fälle nochmal Grüße an der Stelle. Ja, also Air Ranger Tesla Service, ne? Guckt's mal an im YouTube, ne? Ich war echt beeindruckt. Hab gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ja, ja. Das fand ich auch gut. Guter Mann, muss man so sagen. Vielleicht trifft man sich ja mal irgendwann. Ja, mal gucken. Ja. Jetzt wollte ich bald schon wieder einen schlechten... Aber nein, wir müssen die Katzenvideos verhindern. Ich hab's dir angesehen. Ja, ja, ich habe übrigens, wir haben übrigens auch ein paar neue Entwicklungen wieder für das ein oder andere Auto gemacht, wo es keine Videos drüber gibt, weil, wie gesagt, in der momentanen Zeit alles ein bisschen schwierig. Wir hatten die Testwagen auch gar nicht hier. Das waren Händler von uns, die Fahrzeuge da hatten, konnten aber trotzdem Messungen und so weiter machen. Das heißt, unter anderem haben wir jetzt mal uns den GR Yaris angucken können. Cooles Auto. Spannendes Konzept. Ja, finde ich auch. So gerade, und es funktioniert auch gut und es wird auch gut angenommen. Ne? Also ich war letztens am Nürburgring an der Nordschleife, da habe ich schon bestimmt 3, 4 schon über in der kurzen Zeit, die ich da war, da drüber ballern sehen. Ne? Runde für Runde sind die gefahren. Ne? Also wie ich und auch nicht langsam. Wie ich gehört habe, soll diese Homologationsserie auch schon größtenteils verkauft sein oder schon komplett. Mhm. Ich glaube, mit der Sitzposition ist nicht ganz so glücklich für Größere in der Kiste. Aber ich habe noch nicht gesessen da drin. Ich hoffe auf alle Fälle mal, dass wir irgendwann so ein Ding auch mal selber herbekommen, weil es würde mich echt mal interessieren, das Ding zu fahren. Aber was ich auf alle Fälle sagen kann, der hat in Serie 261 PS, 340 Newtonmeter. Wir sind jetzt bei 293 PS und 419 Newtonmeter. Das ist schon mal deutlich. Ja. Deutlich. Und gerade in so einer leichten Kiste, ne? Ja. In so einem kleinen Teil ist es schon ein Allrad und Handschaltung, geil. Kann mir da eigentlich 0 auf 100, sagen wir mal, mittlere, vielleicht sogar tiefe Viererzeiten vor. Ah, mittlere auf alle Fälle. Ich glaube 4,8 ist er. Ja. Ne? In Serie, das ist schon stramm. Ein Dreizylinder, 1,6er, das ist schon. Und auch da muss man sagen, man muss es grundsätzlich feiern. Wenn ein Hersteller noch sowas, ja, ich meine, es ist ja ein begrenzter Markt für so ein kleines Auto mit so einem dicken Motor. Ich finde es geil, aber
Auf alle Fälle beachtenswert. Muss ich mal Ja, ne, finde ich so auch. festhalten. Ich hoffe mal, dass vielleicht irgendwann auch mal einer zu uns kommt mit so einem Ding. Oder dass wir irgendwie so ein Ding mal an Land ziehen können zum Testen. Aber das, was wir jetzt hier für Händler soweit abgestimmt hatten, das fand ich schon Das gut. läuft, ne? Ja, ne? Also GR Yaris, feine Sache. In dem Zusammenhang sei auch noch erwähnt, dass wir uns die ganzen GTI-Derivate mal vorgenommen haben, also Golf 8. Das heißt, da gibt es ja unter anderem den Motor im S3 und im Seat Cupra vom Mentor oder wie Ja, das Ding ja, ja, heißt, ja. ne? Und das sind auch, also was weiß ich, die sind irgendwo so je nachdem dann 300 PS, 400 Newtonmeter oder 310 PS, 400 Newtonmeter oder ich glaube 320 PS beim Golf Ein Golf R. R ist Ja, 320, und ja. was wir da jetzt so gemessen hatten, kommt da auch so roundabout irgendwie 370 PS raus und 500 Newtonmeter in jedem Fall, manchmal sogar ein bisschen mehr. Also das sind eigentlich auch alles ganz knackige Kombinationen. Und da ist ja jetzt auch kurioserweise der untere Sensor Send und der obere ist noch analog. Ja, also so ein Also Twitter. ja, wobei wir hatten ja schon damals, als wir die erste Send-Generation entwickelt hatten für die Diesel den Mischbetrieb mit drin. Von Ja, daher war das jetzt so kein Problem. Aber auf alle Fälle auch eine interessante Geschichte, die wir soweit für alle Kisten fertig haben. Und war in dem Falle leider auch so, dass das wieder über Händler gelaufen ist. Aber egal, wir haben es zumindest mal fertiggestellt. Und ich hoffe mal, dass wir vielleicht mal so ein Golf R oder so ein Golf Clubsport. der Golf R habe ich ja jetzt auch so ein paar Sachen drüber gelesen in Zeiten. Das soll ein geiles Auto sein. Auch dieser Ja. Allradantrieb, den der hat, auch mit so Driftfunktion und sowas. Ne? Er Okay. soll schon gute Zeiten auch Also so wie fahren. der AMG da mit diesem Ja, so Driftmodus, ja. ungefähr. Ja. Also es soll ein geiles Auto wohl sein. Ne? Ja. Also da würde ich auch gerne mal Also ich hatte sehen, ja ob das so schon ist. Ja. in meinem Golf GTI TCR Video gesagt, für mich war mit dem Golf 7 dann Schluss. Für mich persönlich jetzt, Ja. weil das Außendesign vom 8er Golf finde ich nicht so prickelnd, wobei Ist gar nicht so viel anders das ist eigentlich, nicht ne? mein Ja. Hauptargument ist der Overkill An Technik oder an Technik und Multimedia Multimedia und Display und Faxen. diese komischen Schieberegler und was auch immer. Also das spricht mich nicht an. Aber wie gesagt, die Zeit geht halt weiter und ich bleibe halt stehen. Das ist das Ja. Problem. Aber Ja. ich kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, mir vom Golf 8 oder so irgendwie so einen Clubsport oder so ein R zu kaufen. Vor allem finde ich es krass, wie schnell hintereinander jetzt, sag ich mal, so Sonderversionen vom Golf 8 schon rausgekommen sind. Ja. Gleich mal Clubsport, Golf R rausgehauen. Normalerweise dauert es doch immer, sagen wir, so ein GTI, klar, weißt du, Ja. aber so dann Golf R erst dann und dann vielleicht eine Sonderversion als Clubsport oder Ja. TCR vielleicht später. Aber die haben jetzt gleich Also, mal einen rausgehauen, ne? das ist für mich auch fast dann schon so eine Marketingverarschung vom Kunden. Weißt du, als wir den Clubsport hatten und Der war dann geil, ja. 7 und danach Ja, kam dann der TCR und dann habe ich auch gesagt, oh, ich weiß nicht, schon wieder so, ja, aber der TCR war ja geil. ja. Ja, der Clubsport auch, Ja, der ne? Clubsport auch, Ja. aber ich fand den TCR auch richtig gut. Aber man erzeugt natürlich bei den Fans auch so eine Müdigkeit. Ja? Ja, es Also da ist so muss ich sagen, Überreizung das ja. gefällt mir an Subaru. Die Final Edition vom WRX gab es 2018, gibt es bis heute noch keinen. Ja. Und so wie ich das sehe, beim Honda jetzt, bei dem Civic Type R, bei dem Limited, das ist so quasi auch die Abschlussveranstaltung. Und ich denke mir, da gehen vielleicht auch 2, 3 Jahre ins Land, bis es dann Ist dann wieder der ein Type nächste. A gibt oder bis es vielleicht überhaupt mal wieder ein Limited oder sowas gibt. Und da muss ich sagen, das ist dann auch für den Fan oder für den Enthusiasten nachvollziehbar. Aber so, guck mal, beim Golf würde ich mich ärgern im Prinzip, dass, sagen wir mal, ein halbes Jahr nachdem der TCR quasi nicht mehr geliefert Ja. wurde, gibt es jetzt schon Clubsport und R. Sag ich ja, ja. Und vor allen Dingen, was ist an dem neuen Clubsport bitte Clubsport? Das ist wieder nur eine Modellbezeichnung, so wie Wollte ich gerade früher sagen, GTI eine GTI, Modellvariante war Dreier Golf beim oder so. Dreiergolf oder Ja. sowas, ja. Und es ist halt, die Hersteller können sich alle nicht
dieser Gier entziehen, wenn sie jetzt sehen, da ist was gelaufen, dass sie das 50 Mal tot reiten. Ja, genau, ja. So sieht es nämlich aus. Ne? Wobei, muss ich sagen, stört mich so bei BMW mittlerweile auch so ein bisschen, wenn sie dann da mit irgendwelchen Performance und hier und da und ja, aber bei VW fand ich es jetzt besonders krass, muss ich eigentlich sagen. Ja. Ja, also. Das ist zu überreizt, das Ganze. Ja, da muss man auch mal, weißt du, die Leute haben jetzt gerade ihren TCR, freuen sich, haben einen starken Golf, super. Und dann sind sie jetzt schon wieder abgebügelt, weil es schon wieder zwei neuere, stärkere gibt, in Anführungszeichen. Mhm. Finde ich persönlich uncool, muss ich sagen. Das sehe ich genauso. Ja, wobei man sagen muss, unser Tuning für den EA888 ist tatsächlich gut. Das ist jetzt schon Evo 4 oder sowas, gell? EA888, Evo 4. Ist das? Mittlerweile, ich glaube, der Golf R, da stand nämlich in dem Bericht auch drin, ist die vierte Überarbeitungsstufe wohl schon von dem guten Grundmotor. Also, falls uns mal jemand unterstützt und Tuning kaufen will, wir hätten es fertig. Ne? Ja. Nicht, dass das passieren wird, aber... Man wird ja noch träumen dürfen. man wird ja noch träumen dürfen. In dem Zusammenhang, weißt du, was ich auch total, ich will jetzt nicht sagen, also wo ich zumindest überrascht bin, was die Leute so interessiert. Und zwar dahingehend vor allen Dingen auch, dass es da relativ viel E-Mails zu dem Thema gab. Ne? Zu diesen ganzen Civic Type A Videos, die wir gemacht haben. Die kommen gut an, ne? Ja, aber ich muss jetzt mal sagen, da kommt jetzt keiner und sagt, oh, so eine Kennfeldänderung hätte ich gern mal. Das war ja früher schon so. Ja. Aber womit mich die Leute wirklich malträtieren, also schwerpunktmäßig per E-Mail. Kommt für ein Öl rein. Welches Öl? Ja. Ich wusste. Und da muss ich wirklich sagen, hallo, was ist mit den Leuten los? Ist wirklich das brennendste Thema, wenn ich einen Civic habe, was ich für ein Öl verwende? Also ich meine, der hat ja schon gutes Öl drin. Also, ja, wir haben das doch hier schon mal sowieso totgeritten, das Thema. Ja. Also die Hersteller an... Die Herstellerempfehlung kann nie falsch sein. Ja? Ja. Und die machen keine Fehler. Ja, wie die Bundesregierung. Ich sag mal so, wir hatten ja auch das Thema, was passiert, wenn man kein Öl wechselt. Die Geschichte will ich jetzt nicht noch zum tausendsten Mal erzählen. Aber man kann sich eigentlich sicher sein, dass in einem gewissen Qualitäts- und Preissegment, ja, dass das rein persönlicher Geschmack ist, ob ich jetzt irgendwie das Öl von Castrol fahre oder ob ich irgendwie von Liqui-Moly, was ich jetzt persönlich nicht mag, aber auch das ist wieder nur Geschmackssache, oder von wem auch immer das Öl fahre, ja, wenn das einen gewissen Qualitätslevel, eine gewisse Spezifikation erfüllt, weiß ich nicht, um was sich die Leute Sorgen machen. Und vor allen Dingen, welche Erwartung haben die vom Öl? Dass das Öl irgendwie dazu beiträgt, dass das Auto 100 Jahre hält? Oder dass das Öl dazu beiträgt, dass das Auto 5 PS mehr hat? Oder, also, weißt du, ganz ehrlich, ich hätte drängendere Fragen, wenn jetzt einer einen Civic Type A Limited hat, als welches Öl ich da verwende. Also, welches verwendest du, um es nochmal zu sagen? Das was im Zettel ist, steht. Was auf dem Herstellerblatt steht. Ich glaube, Honda Öl 2.0 oder wie sich das nennt, keine Ahnung. Ich hörst du schon mal gut an. Ich habe es schon wieder vergessen. Was mal noch interessant wäre, ob die ganzen Leute, die dann nach dem Öl fragen, das man da verwendet, überhaupt einen Civic haben. Aber Und noch ein Type R obendrein. Ne? Ja, ja, auf alle Fälle. Aber das ist schon, gerade so diese Type R-Fraktion, das ist schon eine. Da gibt es schon eine große Fanbase. Ne? Ja. Also so überhaupt für die Autos an sich. Ne? Also aber ich glaube, das ist auch mehr so das Vertrauen in Airboxen und Downpipes und solche Geschichten. Ja, das muss man auch haben, ja. Ja. Aber gut, sagen wir mal so, für alle Ewigkeiten, wenn mich einer fragt, welches Öl ich verwende, dass das der Hersteller empfiehlt. Und ich bin damit seit 40 Jahren eigentlich immer gut gefahren und in ganz, 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 ganz frühen Rennsportzeiten haben wir hin und wieder mal noch so ein Additiv reingekippt, so Metabond oder Slick 50. Slick 50 hört sich geil an. Ja, aber ich glaube, auch das ist heute keinesfalls mehr vonnöten. Da spreche ich aus den 80er Jahren. Gut. Ach übrigens, Schenkelklopfer auf NTV war letzthin Headline, das System Merkel ist tot.
Und ich so, yes! Ja, hatte ich aber das System überlegt. Das System überlegt, ja. Ach, da stand ja noch was davor, ne? Ja, Mist. Aus dem Kontext gerissen. War auch wieder zu früh gefreut quasi. Hui. Ja. Ob da Katzen kommen? Nein, ich glaube nicht. Ja. sag mal, Click and Meet ist auch geil, oder? Das ist nochmal? Ist das nochmal? Ich habe das erst gar nicht geglaubt, ja. Aber ich habe das gelesen. Das hängt so in Läden irgendwie so mit Hashtag und teilweise auch mit so einem, wie nennt sich das, QR-Code? Ja, QR-Code. Ja, und da sollst du dann einen Termin machen. Bevor ach, das, du dir, ja. Ganz ich, ehrlich, ich habe gerade Click and Meet, ja. Das ist so kontraproduktiv für den Einzelhandel. Weißt du, wie willst du denn da Business machen? Ja, also, das funktioniert auch nicht. Sagen wir mal so, wenn du dann irgendwie 5 Termine vergeben hast, und normalerweise musst du den Laden voll haben. Was soll das? Das sind alles so... Ich kenne genug, die auch im Einzelhandel arbeiten. Alles so Sachen wie körpernahe Dienstleistungen. Ja, wo das auch so ist und die sagen auch, es ist Katastrophe. Ja. Also deswegen ist auch schon egal. Die Leute, weißt du, die werden eh nicht gefragt. Das wird einfach über den Kopf hinweg entschieden. Aber sie machen es mit. Also bevor ich mir so einen Click-and-Meet-Scheiß am Laden irgendwo hinhänge, muss ich auch da wieder sagen, hau ich mir lieber mit einem Hammer auf die Kniescheibe, ja? Ja, das soll auch gut tun. Ja. Hast du eigentlich schon einen Plan, wo du dieses Jahr Formel 1 guckst? Also ich meine, bei welchem Sender? Ja. Also ich habe mich ja als Moderator beworben, ja. Aber ich wurde irgendwie nicht gehört. Ja. Ja, aber ist geil halt, ne? Was zu machen. MotoGP ist ja bei Servus TV im Free-TV, das finde ich immer noch sehr gut. Der Sender an sich macht eh gute Berichte, hat auch gute, sag ich mal, Moderatoren und Fachleute da. Kennst du den Gustl Auinger, auch ein schöner Kerl. Aber ja, kompetent in jedem Fall. Der ist, glaube ich, Red Bull Riders Coach auch und sowas, selber auch früher Rennen gefahren und so. Aber ja, Formel 1, ja, kannst du ja eigentlich nur noch auf Sky gucken, beziehungsweise jetzt auf RTL auch irgendwie 4 Rennen, ich weiß gar nicht, Monza, Monaco und keine Ahnung wer. Das ist dann wahrscheinlich wieder Werbung mit Formel 1 Anbindung, ja, oder so rum, ja. Ja. Ja, du hast ja keine andere Wahl mehr. Also ich selber habe keinen Sky, aber ich habe genug Kumpels. Also ich muss auch sagen, als notleidender Gewerbetreibender weiß ich eigentlich nicht, ob ich mir ein Sky-Abo antun soll. Ach so, ja. Also, man müsste Mick Schumacher muss man schon mal zugucken, oder? Ja, naja, also. Stirnrunzeln geht hier nicht rein. Ich hatte vor 2 Jahren oder so, hatte ich mal diese Lösung von Sky, wo du irgendwie auf dem iPad so Ticket für einzelne Sachen. Das hat bei mir nie funktioniert. Ach so, aber das geht da jetzt auch. Das geht auch so nicht. Und, und die haben jetzt auch, wie gesagt, ein Kumpel von mir hat das. Da konntest du so ein Sportpaket irgendwie nur rein, nur Sport, also mit Bundesliga und sowas. Und das hat dann, ich weiß es nicht, ich sage jetzt einfach mal 10 Euro oder 15 Euro. Ja. Und es ist jetzt aber mit diesem Formel 1, was ja eigentlich dabei sein sollte, oder ist es jetzt nochmal irgendwie 5 Euro teurer. Also auf alle Fälle hatten die mir irgendwie 9,99 Euro abgebucht oder so. Aber sehen konnte ich es dann nicht, entweder weil ich so blöd war, das in der App irgendwie richtig zu machen, oder auf alle Fälle drauf geschissen. Ja. Aber ich bin ja mal gespannt. Gut, die Saison, eigentlich erwarte ich diese Saison jetzt keine großen Überraschungen. Also ich gehe von aus, Hamilton wird wieder Weltmeister. Das ist meine Prognose. Und wenn da auch, was ich, bei Sportwetten oder sowas guckst, bei Tipico, da hast du die Quote auf Hamilton, sind wir hier, sehe ich 1,1. Also ist klar, weil wer so, also das Mercedes, ja, die Tests jetzt, oh, Mercedes hat Probleme und sowas, ne? Aber wie oft haben wir das schon gesehen in den Wintertests? Als ob die jetzt irgendwie A, die Karten offenlegen, ja, und B, ich sag mal, Red Bull macht bestimmt auch einen guten Job, aber ich glaube nicht, dass die werden vielleicht vereinzelt wieder Rennen gewinnen, auch mit dem Verstappen und sowas, dem seine Zeit wird hoffentlich noch kommen, aber ich gehe von aus, der Hamilton macht es dieses Jahr den 8. Titel auf jeden Fall fertig, das gönnt er sich noch, und dann wird man halt sehen, dann wird er wahrscheinlich durch einen Russell ersetzt oder sowas, und ich bin mal gespannt, was Vettel so bei Aston Martin bringt. Also ich glaube, als Auto wahrscheinlich wird da nicht viel kommen. Ich glaube nicht, es wird noch mal so gut sein wie dieses Jahr. Nee. Oder wie letztes Jahr. Ja. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Wäre zu wünschen, finde ich. Ich würde ihm schon gönnen, dass er noch mal vor Adrian, dass er noch mal einfach zeigt, dass er das kann. Ja. Ja. Weißt du, der steht jetzt irgendwie so da, keine Ahnung.
viele, die, ja, guck mal, Vettel, oh Gott, was macht der? Der kann nichts mehr. Und so, ja. Als ob er es verlernt. Weißt du, das ist ja Quatsch. Der, das ist A, brauchst du halt ein gewisses Auto dazu und dann kommt der Kopf noch. Das ist ja ganz wichtig. Und wenn du dann bei Ferrari bist, wo du dann irgendwo doch unten durch bist und dann auch noch das Gefühl hast, du wirst eh hintergangen und unterwandert, ja, von daher kannst du deine Leistung so nicht bringen. Ne? Also wenn der mental wieder da ist und ein gutes Auto hat, dann ist der vorne dabei, ganz klar. Ja, wobei, wie gesagt, ich habe so meine Zweifel, was das Auto angeht. Leider ja. Um nochmal auf Red Bull zu kommen, ich hoffe eigentlich, dass Honda nochmal alles reinhaut in der letzten Saison und vielleicht doch nochmal... Dass die nicht mit quasi... Maximal in den Kampf tritt. Und ich muss sagen, ich habe mir seit, weiß ich nicht, 20 Jahren abgewöhnt, auf die Tests vorher irgendwas zu geben. Weil ich kann mich noch erinnern, weiß ich nicht, in den 80ern oder frühen 90ern, wenn dann immer so Sensationsmeldungen kamen, dass der Eros beim Testen plötzlich schnell war. Ja, oder dass der Ukyo Katayama im Minardi diesmal schnelle Zeiten und diesmal Podestplätze möglich. Ja. Das hat sich dann meistens im ersten Rennen gleich wieder komplett zerschlagen. Also diese... Dass die Journalisten alle Jahre noch dieses Spiel betreiben und dann, Mercedes, und irgendwas müsst ihr bringen. Ja. Ich habe übrigens auch irgendwie gesehen, diese, wie heißt sie, Sophia Flörsch da. Ja, die fährt jetzt DTM. Mhm. Aber ich tue mir immer noch schwer, weißt du jetzt, die 12. Frau in der DTM. Mhm. Für mich ist das doch keine DTM. Also nochmal, ich bin ein großer Freund der GT-Fahrzeuge. Mhm. Aber irgendwas, was... DTM, irgendwas mit Tourenwagen. Ja. Also in meinem Verständnis ist ein GT kein Tourenwagen, oder ich habe irgendwie... Das ist jetzt einfach eine andere GT-Serie, ne? Ja. In meinen Augen. Eine weitere von weitere, vielen. Weitere ADAC GT Masters meinetwegen oder so. Also ich meine, ich habe DTM eh schon nicht mehr geguckt, weil es eigentlich nur noch 20 Jahren war. Eigentlich, ja. Ja. Nicht mehr so. Und wenn sie immer so versuchen, es allen recht zu machen und irgendwie so ein familienkompatibles Format zu schaffen... wo vorher sich alle an den Händen halten und singen und dann irgendwie die sich immer, wenn sie sich mal in die Karre fahren, die Hände geben müssen und sich entschuldigen und ja, nee, das... Und du siehst, es ist alles gespielt, ja? Und dann die geilen Boxenfunks auf Englisch, wo dann der Hinterwäldler aus Bayern irgendwie Englisch faselt und du denkst, was... Ach, Gott, oh Gott. Aber weißt du, was ich auch richtig cool finde, dass der größte Gangster von allen... Der härteste, in Deutschland, der Mushido, ja, der vor Gericht rumholt, weil ihm einer eine leere Plastikwasserflasche hat. Weißt du, hat er seine Fans jahrelang belogen mit seinen Ich bin Straße und Ghetto und so, die Nutte bounced, ja. Und dann sowas, ne? Ja. Ja, du siehst, das ist halt alles auch nur ein Spiel, ne? Am Ende, ne? Um Image zu schaffen und dann den Leuten halt, ja. So eine Weichflöte, oder? Was vorzugaukeln. Und wahrscheinlich, wenn er dann, weißt du, da werden sie beschützt von der Polizei, heulen rum vor Gericht, machen dann aber wieder die nächste Heavy Gangster. Ja, CDs sind es ja heute nicht mehr. Aber auch Flair ist verlassen. Ja, was auch immer, Box. Ja. Und die Fans finden es dann trotzdem gut. Hast du das gesehen mit Flair, wo er dann verhaftet wurde? Weil er wieder keinen Führerschein hat. In seiner Turnhose. Ja. Und dann, aber ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ist er freigesprochen worden oder so? Oder irgendwie ganz. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwas. Naja, egal. Nee. Egal. Das ist alles. Aber ich glaube, du kannst die 13-, 14-Jährigen damit beeindrucken. Mit Sicherheit. Die beefen dann mit. Also zum einen das und einen Klimaschutz. Ne? Laufen auch mit ihrer 9 Milli. Ja, genau. Klimaneutral hergestellt. Ja. Gut, was hast du noch auf deinem ich hab noch Zettel? Ach übrigens, liebe Leute, falls ihr uns mal wieder Themenvorschläge schicken wollt, also außer jetzt, warum keine 102 Oktan und welches Öl, könnt ihr gerne machen. Bei der Sendelänge, die wir zurzeit haben, ist jedes Themenangebot willkommen. Richtig, die Zeit nehmen wir uns. Genau, ne? Dass wir hier nicht wieder zu viel uns über... Sachen aufregen, die zu Streiks führen. Ich finde ja die Abteilung gut, dass wir über irgendwelche Autos reden, die neu rausgekommen sind oder so. Da habe ich nämlich jetzt auch noch ein kleines Thema. Und zwar, man munkelt ja, jetzt ist ja die neue C-Klasse raus, ja, 206. Und böse Zungen sagen jetzt schon, der nächste AMG in der C-Klasse
wird kein Achtzylinder, wird auch kein Sechszylinder, sondern soll ein Vierzylinder werden. Ne? Ja. Und zwar ein bisschen mit Elektrokram dabei. Ja. Selbst reden, ne? Wir haben 2021, natürlich muss das da rein. Ja. Ja, was soll ich davon halten? Ne? Also da muss ich jetzt auch mal dich fragen, V8 oder lieber Vierzylinder mit Elektro? Ja, also sagen wir mal so, ich habe kein Problem damit, dass das in einem Civic ein Vierzylinder drin ist. Ja? Aber ich sag mal so, in einem GTR wollte ich keinen Vierzylinder haben. Und man hat halt auch irgendwie eine Geschichte, irgendwie eine Legacy. Ja? Mich stört schon, wenn ein Auto 63 heißt und es ist nur ein 4 Liter drin. Aber das ist schon grenzwertig. Dieselbe Nomenklatur haben wir ja auch bei VW irgendwie mit 50 TDI und sonst was. Oder bei Audi, Entschuldigung. Aber weißt du, dass das Problem ist, wir als alte Motorenbegeisterte V8, V10, V12, was auch immer, Liebende. Für uns ist das sage ich mal, Verrat. Ja, Hochverrat. Verrat am Erbe, ja. Ja, und du willst eigentlich sagen, ihr Lappen, ja, mach doch den Laden zu. Ja. Aber die jungen Leute, denen ist das scheißegal, ja. Irgend so ein, weiß ich nicht, Capital Bra hängt sich sein Hemdtäschchen um und kauft sich den neuen AMG und den stört's nicht und die kleinen Fans sind dann begeistert, der neue AMG. Wie war das Lied da mit dem neuen Bugatti? Ja. Das Ding, wie heißt der nochmal? Egal, nicht wert, dass man den Namen ausspricht. Ja. Der neue Bugatti. Aber, weißt du, ich glaube, die Hersteller, die können das momentan machen, weil es ist alles egal. BMW macht Frontantrieb, was weiß ich, ein 28 und ein 30i sind Vierzylinder und warum soll AMG nicht? Und ich sag mal so, du siehst ja jetzt, der Motor hat ja sowieso schon irgendwie 400 PS. Ja, dann kommt irgendwie noch irgend so ein Hybrid-Lutsch rein und dann sind sie vielleicht bei 460, 470 und dann nochmal eine Performance-Plus-Version, wo sie dann 510 PS haben. Ja, egal. Ja. Ich bin echt mal gespannt, weil, ja, keine Ahnung. Also das heißt ja eigentlich schon, finde ich, dass das, wenn dann größere Motoren dann wirklich nur in Großraumlimousinen oder ab E-Klasse vielleicht sogar noch höher, gibt. Und das bedeutet dann aber auch meistens irgendwann das Aus von solchen Motoren, weil das sind ja auch keine, also die verkaufen eher kleinere Fahrzeuge, ich sag mal, C-Klasse ist ja ein Massenprodukt, nenne ich es jetzt mal. Und da wird wahrscheinlich sowieso in naher Zukunft wird es eh keine großen Motoren mehr geben. Ja. Also tendenziell ist es ja sowieso eigentlich so, dass ich jetzt vergessen habe, was ich sagen wollte. Aber so ist es. Aber so ist es. Aber mindestens genauso. Ja. Wenn nicht anders. Oh, Hänger in der Sendung. Jetzt Hilfe. Noch kurz sammeln. AMG Vierzylinder. Ja. In der C-Klasse. Es war mit Sicherheit eh wieder was Herabwürdigendes, was ich sagen wollte. Ja, mit keinen großen Motoren. Ja, ist schade. Ja, ach so, ja genau. Was ich sagen wollte, wenn jetzt alle Hersteller sowieso oder viele Hersteller ankündigen, sie entwickeln keine neuen Benzinmotoren, dann ist es schon so, dass das so ein langsames Sterben wird. Wobei ich eigentlich gar nicht so der Meinung bin, dass es dazu kommen wird. Weil ich denke, mit diesen E-Fuels hat das Ganze eine Perspektive. Und ich sehe zum Beispiel im Speziellen der mittlerweile so unbeliebt gemachte Dieselmotor, da sehe ich riesen viel Potenzial drin. Ja? Also ich würde das nicht so sehen wollen, dass das alles sein Ende findet. A, sehe ich, dass die ganze Ladeinfrastruktur noch ein Riesenproblem wird. Besonders, sage ich mal, wenn wir jetzt sehen, dass wir sowieso Versorgungsprobleme bekommen durch unsere Energiepolitik und dann sollen noch Autos geladen werden. Ja? Und andererseits muss man mal sagen, das ist jetzt natürlich auch was wieder die Leute, die sich die Förderung einstreichen oder für die das halt so auch irgendwie so ein Posing ist, dass ich jetzt sage, ah, ich fahre jetzt elektrisch oder Hybrid oder so, ja. Aber ich glaube, bis sich das mal so in der Allgemeinheit durchgesetzt hat, bis der kleine Mann, ja, was weiß ich, wie lang fahren die Deutschen ihr Auto im Schnitt? 8 Jahre oder sowas? 7, 8 Jahre. 7, 8 Jahre, ja. Das heißt, das muss man alles mal noch abwarten. Und ich bin eigentlich nicht davon überzeugt,
dass ich oder dass es am Ende tatsächlich zu einem Auskommen wird. Ja, ich meine, gut, momentan, wir kriegen wahrscheinlich auch Klimalockdowns, also nichts ist auszuschließen, wenn es von oben mit Gewalt durchgesetzt wird und wir uns nicht mit Gewalt dagegen stemmen, dann könnte das passieren. Aber sagen wir mal so, also ich kann nur so viel sagen, mir werden sie den Verbrenner nicht ausreden oder madig machen. Ich, solange wie es geht, werde ich versuchen, an sowas festzuhalten. Und ich denke, da wird es auch noch ein paar andere geben. Und wie gesagt, wenn ich so Spezialisten wie den Professor Indra höre und viele andere, sagen wir mal, die noch nicht so öko-brain gewascht sind, dann bin ich auch der Meinung, wenn sich da nicht irgendwelche bösen Kräfte aus der Politik tatsächlich so einig werden und uns da und es denen gelingt, uns so einzuschränken, was wir damit verhindern müssen, dass wir die Vögel endlich mal verjagen, dann würde ich sagen, jetzt rein aus wirtschaftlicher und technischer Sicht sehe ich noch lange kein Ende des Verbrenners. Ich sehe übrigens auch gerade, dass der Rekorder hier gar nicht angeschaltet ist. Gar nicht angeschaltet. Das heißt, unser Ton-Backup, oh Gott, das Ton-Backup. Heute geht ja alles schief hier. Ich verliere den Faden, das Ton-Backup, Hubschrauber kommen. Also, hat aber hier noch nichts getan, ne? Nee. Haben es nicht gefunden, ne? Ja. Gut abgeschirmt, ja. Haben die Aluhüte auf. Also, wie gesagt, ich sehe das Ganze eigentlich aus der Fansicht natürlich blöd, was Mercedes da macht oder was AMG da macht, aber man muss fairerweise sagen, es wird den Anwender nicht stören, ja? Vielleicht kommt dann dafür irgendwie ein Disco-Strobo-Flashlight aus der Mittelkonsole. Disco-Kugel, ja. Ja, oder es gibt für irgendeinen Rapper sein Handtäschchen einen Haken am Dach, wo er es einhängen kann. Und dann ist es völlig egal, dass es kein V8 hat. Abgesehen davon haben wir ja mittlerweile auch Auspuffsound. Ah ja, und da kann man dann den säuselnden Vierzylinder mit dem nicht straßenzugelassenen Zwölfzylinder-Sound überdröhnen. Genau, Bis einem dann die Tuning-Polizei das Handwerk legt. Die Tuning-Polizei, oh je, je. Das gibt noch was. Die Pipa-Polizei, ja. Die Rennleitung. Genau. Grün-Weiße. Ja. Ja, blau-weiß ist es ja. Blau-Silber. Weißt du, ich muss mal gucken, ob ich hatte es auf Telegram geteilt. Ich muss noch mal gucken, ob ich das Bildchen finde. In Darmstadt gibt es jetzt ein Impftaxi. Mhm, habe ja? Ich gesehen. Also. Ja? Ja. Aber per Fahrrad. Das heißt ja, also, die haben irgendwie so eine Art Rollstuhl, nenne ich es mal, an ein Fahrrad geschraubt. Und damit fahren sie jetzt dann quasi ja. Klimaneutral die Impflinge ins Darmstadion. Da. So geil. Ja. Also, da kommt man fast schon ins Grübeln, ob man sich nicht doch impfen lässt, ne? Wenn sie mit dem Fahrrad, mit dem Impftaxi kommen. Wenn der nicht mal einen Unfall baut. Ja. Und um das Ganze zu steigern, habe ich jetzt auch gesehen, es gibt jetzt auch noch Impf-Drive-Ins oder soll es geben. Ja, da kannst du dann. Oh, das ist mein Handy. Telefon. Oh, jetzt sind wir ja so gestört. Da kannst du dann reinfahren, den Arm raushängen lassen, dann kriegst du deine Packung ewiges Leben reingehauen. Ja. Super. AstraZeneca, super. Ja, habe ich auch gehört. Bin ich begeistert. Soll ein toller Impfstoff sein. Ja. Und auch sehr sicher. Wollte ich mir auch schon so zum Trinken und so. Ja. Und auf alle Fälle, gibt's das dann kannst du hinten auf dem Parkplatz rollen und wenn du dann Nebenwirkungen verspüren solltest, kannst du hupen, dass Hilfe herbeikommt. Ist wirklich, glaube mir. Ja, nee. So. Ja. Ich glaube eher gar nichts mehr. Es ist so geil. Ja, die Erfindung könnte von mir sein. Ja, es ist. Aber ist es. Ja? Und testen kann man sich dann auch lassen oder ist nur die Impfung? Ist, glaube ich, nur die Impfung. Ach so, weil dieser Analabstrich oder so wäre ja auch also das würde ich vielleicht. Das Analabstrich-Taxi oder so. Also ich würde ja gerne so eine Analabstrich-Station eröffnen, muss ich sagen. Geschäftsidee. Und dann meine Impfsport. Wer da wohl kommt, ja. Und dann meine Impfsport-Massenmord-Empfehlung abgeben. Ja, genau, ja. Das hat sich doch ja alles der Spahn ausgedacht, oder nicht? Ja, warte, lass noch mal kurz die Brille auf. Sorry. Weil ich habe noch meinen letzten Böller zu dem Thema. Jetzt. Ich habe die Tage mit jemandem
ist wirklich wahr, mit jemandem telefoniert, der zu den begeisterten, zu den begeisterten Impfempfängern gehört hat. Okay. Akzeptiere ich ja auch völlig, ja. Also, mir wurscht, ja. Ich finde, sollten sich alle impfen lassen, nur mich nicht zwingen. Mhm. Ja. Und auf alle Fälle ging es darum, quasi mal physisch sich zu treffen. Und dann sagte derjenige, ja, nee, wäre momentan schlecht, weil er wäre jetzt geimpft. Und da sage ich, ja, sage ich, umso besser. Ja, ich will die Impfung nicht gefährden. Hä? Verstehe ich nicht. Ja, habe ich, weiß ich nicht. Offensichtlich. Weil? Ja. Ja, ist es dann besser, man geht auch nicht mehr vor die Tür, wenn man geimpft ist. Also seine Logik war, wenn er geimpft ist, dann gar nicht mehr raus quasi, ja? Ja, um die Impfung nicht zu, also macht Sinn für mich. Vielleicht will er einfach nicht rausfinden, dass die Impfung vielleicht auch gar nicht bringt. Das darfst du nicht, da muss ich die Katzen, da wird's. Ah, die Katzen. Nein, also das wirkt vom Allerfeinsten. Ich habe mich gerade verschluckt, sorry. Du bist geschützt für immer. Ja. Es ist fast wie ewiges. Also wenn du nicht irgendeine Scheiße hast, dass dir Krebs oder sowas dazwischen kommt oder du wirst überfahren, dann besser kann es nicht sein. Ja. Ja? Der Jens Spahn hat es gesagt. Mhm. Und der Jens Spahn ist ein Bankkaufmann. Ja. Warum sollte ich dem nicht vertrauen? Ein super Typ. Hat ein tolles Haus. Ja, natürlich. Ja. Ein Haus, ne? Ja. Ja. Häuschen. Ein Haus. Ja, Neuspanstein. Ja. Und wenn ich dann auch sehe, den Superman, mit dem er verheiratet ist, das ist alles so happy. Ja. Den glaube ich. Einen guten Job, ne? Ja. Oder der Söder. Söder ist sowieso der vertrauenswürdigste. Ja. Ich meine, das Vertrauen ist jetzt noch dadurch verstärkt, dass seine Frau Subventionen für irgendwelche Elektroauto-Entwicklungssachen bekommen hat. Ja. Wenn ich das immer höre, dann weiß ich, da kann man vertrauen. Die meinen transparent. Es gut mit mir. Ja, ja, ja. Absolut. Also, ich habe da höchstes Vertrauen. Volksnah. Hier, Ärmel hoch, rein damit. Ich bin dafür. Prost. Ja, jetzt kannst du die Brille absetzen. So. Gut. Was hast du noch auf deinem Zettel? Was haben wir noch nach dem Schock? Also, du musst aber sagen, der Schock, den hast du jetzt nur durch unser Gespräch. Das hat nichts mit der Impfung. Ja, natürlich. Also, dass überhaupt gar keiner auf die Idee kommt. Nein. Nein. Ich muss da... Bakti. Völlig zustimmen, ja. Rodak. Genau, ich war ja letztens an der Nordschleife. Hockerts. War wieder gewesen. Hockerts? Was? An der Nordschleife gewesen. Lanka. Jetzt hast du mich rausgebracht. Bei der Saisoneröffnung von den Touristenfahrten. Ja. Und da habe ich auch ein bisschen gefilmt, gibt es auch ein Video bei mir online. Und das war ja, also ich war ja da nur wandern gewesen. Ne? Natürlich. Du durftest ja nicht an die Strecke. Ja. Und zufällig beim Wandern hatte bloß nicht stehen bleiben. Hatte ich dann, nee, habe ich auch nicht gemacht. Aerosole. Genau, habe ich auch nicht gemacht. Und aber trotzdem mal so im Vorbeigehen ein bisschen was gefilmt, weil da auch ein paar Autos gefahren sind. Ja. Und ich muss aber auch sagen, es war wirklich wenig los rings um den Ring, also zumindest wo ich da war. Jetzt klingt mein Handy schon wieder. Was kann denn so wichtig sein? Ist das vielleicht die Regierung, die mich anruft? Oder so? Ja. Nee, egal, ignorieren. Und da habe ich feststellen müssen, also das sage ich mal auch, am Ring wird ja auch viel Politik gemacht, sage ich mal. Ja. Ja? Und die Nordschleife ist ja schon seit längerer Zeit im russischen Besitz wohl, Privatbesitz, ne? Ja. Und derjenige, dem die jetzt gehört, der mag natürlich nicht, wenn jetzt Leute, sagen wir mal, filmen und Situationen filmen, die jetzt vielleicht nicht so ins heile Weltbild passen, ne? Das ist wie auf irgendeiner Corona-Demo, wo dann irgendwelche Gegendemonstranten sind oder sowas, ne? Möchte man natürlich nicht sehen. Und da habe ich festgestellt, dass du darfst nicht mehr Crashs filmen. Ja. Also wenn jetzt, was weiß ich, du bist da zufällig und dann schlägt da einer ein und du filmst es, lädst es hoch, ist untersagt von der Nürburgring GmbH, sag ich mal. Und du musst eigentlich so eine Media-Lizenz von denen bekommen. Da kriegst du so eine Art Vertrag, nenne ich es mal, wo du dann gesagt bekommst, was du filmen darfst. Also du darfst jetzt nicht filmen, dass Leute driften. Oder irgendwie quietschende Reifen wohl, auch verboten. Crash-Film ist verboten. Also alles, was vielleicht den Eindruck erwecken könnte, dass es auf der Nordschleife gefährlich sein könnte, wenn du da fährst mit deinem Auto. Ja. Aber die 30 Euro kassieren sie natürlich gerne am Wochenende für eine Runde. Ne? Das ist auch klar. Also unter der Woche kostet es, glaube ich, irgendwie 25 Euro. Und mittlerweile ist ja so, dass das
Ich schätze mal, oder wenn man jetzt so beim Wilhelm Hane auf Modokritik, der hat da auch immer gute Themen darüber und der recherchiert da natürlich auch schön, dass ca. 50% von dem Ganzen über diese Touristenfahrten finanziert wird. Mhm. Ja, und dann denen ist halt ein Dorn im Auge, dass wenn man dann auch mal zeigt, dass es auch mal anders ausgehen kann, ja, dass die Leute sich auch mal da überschlagen, die Leitplanken einschlagen, dass der Rettungshelikopter kommt oder so, das ist da nicht gerne gesehen. Mhm. Und es wird dann auch teilweise wird dann auch die Polizei gerufen und sowas, ne? Und oder die Ordner verweisen einem dann vom Platz, sagen hier, du musst so und so weit von der Strecke weg, weil das Privatgelände ist und sowas, ne? Also alles nicht mehr schön. Ich sag mal so, generell finde ich so in den letzten Jahren, jetzt fernab von Nürburgring oder so, auch am Hockenheimring oder so, die Veranstaltungen, die sind alle so, klar ist es irgendwo immer eine kommerzielle Veranstaltung, aber auch die ist immer mehr weg von den Fans irgendwie. Ne? Also wenn ich jetzt mal gucke, früher am Hockenheimring, da konntest du noch bei vielen Veranstaltungen komplett umringen, rumlaufen, überall in die Boxengasse rein, auf die Startziel quasi gucken und sowas. Das geht, das ist peu à peu, sag ich mal, immer wieder immer schlechter geworden. Dann darfst du da nicht mehr rein oder du musst irgendein Ticket kaufen, dass du überhaupt da irgendwo hinkommst, kannst und sowas. Und das, dann darfst du da nicht filmen. Und warte mal ab, demnächst wirst du noch einen Schnelltest brauchen. Ja, doch. Jetzt mal fernab von dem Ganzen, was hier mit dem Corona-Scheiß ist. Das ist was, was mich so richtig nervt, weil am Ende leben die doch eigentlich von den Leuten, sag ich mal, die auch sowas verbreiten oder keine Ahnung. Und das wird dann so mit Füßen getreten. Ne? Ich meine, guck dir mal diese VLN oder NLS oder wie es jetzt heißt, Situation an, wo der Hane ja auch immer so schön beschreibt, dass es eigentlich, sag ich mal, mit Breitensportserie schon lange nichts mehr zu tun hat und dass es da wirklich nur komplett um Kohle geht. Das ist eigentlich, sagen wir mal, nur die GT3-Teams eigentlich gern gesehen und so die kleinen hier, dieser Manta-Fahrer da, ja. Dieser, ich weiß gar nicht, welches Team ist das, dieser beliebte Manta, ihr wisst, wen ich meine und so, und der fährt ja jetzt auch nicht mehr, hat auch seine Gründe genannt, dass er einfach das Gefühl hat, dass die... Ist der Striezek immer draufgefahren, glaube ich, ne? Wie ist das Team? Ja, ich habe es letztens noch gelesen. Egal. Vergiss es, komme ich jetzt nicht drauf. Ja, dass so kleine Teams oder, sag ich mal, die den Motorsport, sag ich mal, mit der Family und mit dem Hund betreiben, so ungefähr, und dann mit dem Camper ankommen übers Wochenende, dass die eigentlich da raus sollen. Das soll Profit ja, sein, Werksteams am besten. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da sind wir mit dem VW-Bus und mit dem Anhänger dran, sind wir nach Brünn gefahren. Damals war Brünn noch hinterm eisernen Vorhang. Ja. Und ich glaube, ab Pilsen gab es keine Autobahn mehr, sondern nur noch staubige Straßen. Die Rennstrecke wurde von bewaffneten Soldaten bewacht. Ja? Und da habe ich diese 4-5 Tage von dem Rennwochenende habe ich auf dem Fahrersitz vom VW-Bus geschlafen, weil der VW-Bus war quasi der Transporter fürs Material. Das war kein Campingwagen. Ja. Und Hotel konnte man sich nicht leisten. Ja? Das war früher Rennsport, ja. Oder wenn ich dran denke, VLN 2005, 2006, ja, da konnten wir mit M-Speed noch mit dem Cayman quasi, ich sag mal, fast einen eigenen Prototyp bauen, ja, und hatten ein Auto, das zwar nicht sonderlich gut gehalten hat, muss man fairerweise sagen. Aber schnell war. Aber wenn wir einen guten Tag erwischt hatten, konnten wir in den ersten 2-3 Reihen auftauchen, ja. Und das war auch die Herausforderung, das war auch die Challenge oder früher beim Freisinger in den Anfangszeiten, das waren alles quasi selbstgebaute Autos, auf Rohkarossen aufgebaut, Motor, Getriebe selber zusammengebaut, modifiziert, Fahrwerke halt in Verbindung mit irgendwelchen Herstellern modifiziert, angepasst. Das war, sagen wir mal, das waren einfach noch Zeiten, da ging das auch. Du konntest jetzt, was weiß ich, dir eine Rennserie raussuchen und hast gesagt, wir gucken uns das Reglement an und wir bauen was uns können wir da machen, ein Auto dafür. Und ich sag mal, zum Schluss, M-Speed-Zeiten waren natürlich auch schon horrorteuer, aber wenn ich heute sehe, dass du irgendwie so ein GT3 aus dem Regal kaufen musst für ein paar hunderttausend und das Ersatzteilpaket und das Revisions- und Werkstatt und hin und her. Da ist noch nichts kaputt gegangen. Nein, das ist nicht mehr das, was ich als Rennsport empfinden würde. Also ich möchte eigentlich so bei keiner Serie antreten, wo das Team, in dem ich tätig bin, das Auto nicht selber baut. Ja, und das ist eigentlich nicht mehr gegeben. Weil das ist doch auch irgendwo der Anspruch, oder sag ich mal,
dass du jetzt nicht eine Basis hast, wo du einfach ein bisschen was veränderst, um es mal grob zu sagen, sondern dass du von Grund auf einfach dein Ding aufbaust und wenn du damit noch schnell bist, das ist doch, ja, darum geht es doch. Für mich ist es heute, diese ganze GT3, das ist für mich irgendwie nur noch wie so eine Markenpokal, wie so eine Cup-Geschichte, wo du quasi nur ein fertiges Auto und verschiedene Pakete kaufen kannst. Und selbst dann bist du möglicherweise noch nicht erfolgreich, weil du nicht jeden Evolutionsschritt mitgehst oder wie auch immer. Aber ich glaube, das ist einfach diese Kommerzialisierung, die überall stattgefunden hat, die man auch so per se gar nicht verurteilen muss. Aber du merkst halt, was mich so stört, die große Veränderung ist, du hast heute irgendwie, wenn du in den Laden kommst, ja bitte, danke, gerne, ja, alle, so dieses, alle wollen dir helfen, ja, ja. Aber in Wirklichkeit wollen sie dich nur ficken und dir die Kohle abnehmen. Ja. Das und, ist so und, vorgespielt. Und weißt du, früher war das irgendwie noch mehr Ehrlichkeit dabei, da wusstest du, jetzt wäre ich hier rasiert oder jetzt kriege ich die Kohle abgenommen. Und heute wird es dann alles, oh, zeig bloß keine quietschenden Reifen, zeig keine Unfälle. Wir wollen ja auch, dass die Familie mit den Kindern auf der Nordschleife spazieren geht und was weiß ich nicht was. Ja? Und in Wirklichkeit sind es aber alles auch nur Überlegungen, wie man noch aus dem letzten Dreck Geld machen kann, wie man noch für jedes Parkplätzchen verdienen kann, wie man noch für alles ein Pfandsystem erfinden kann und ja, Tod genau. und Teufel, ja. Die Leute werden rasiert, was weiß ich, wahrscheinlich gibt es auch noch ein Klo fürs dritte Geschlecht, ja. Was dann natürlich dazu wieder führt, dass es Pissen teurer wird, ja. ja. Aber es ist einfach, statt einfach grundehrlich zu sagen, wir rasieren euch, wo wir können, ja, nein, da kriegst du noch das und jenes und weißt du, und aber wahrscheinlich kriegst du dann am Ende, am Eingang, kriegst du noch so eine, wie heißt es, FFP2-Maske, kriegst einen Schnelltest, musst dann aber irgendwie 79,90 bezahlen, damit du das bekommst. Ja, ja. So, in der Realität könnten sie aber den ganzen Fick weglassen und dann bräuchten sie dich nicht rasieren. Aber sie tun dann noch so, als machen sie als das, haben sie dir was Gutes getan. Weil sie dir was Gutes getan hätten und es wird dann noch als Innovation verkauft. Und oh, bei uns, weißt du, wenn ich diesen Irren sehe in Tübingen, ja, weißt du, das ist mittlerweile ein Hochsicherheitsgefängnis mit Tagesticket. Aber die Leute feiern es, ja. Ich fange schon wieder an. Ja, jetzt geht's schon wieder los. Ja, nein, aber diese brachiale Kommerzialisierung von allem. Aber weißt du, das ist genauso, das ist das große Thema, das ist, wie du sagst, es gibt kein V8 mehr, ja, das ist genauso, wie die DTM plötzlich mit GTs fährt, uns stört keinen, ja. Oder was weiß ich, wenn ich an DTM denke, habe ich ganz was anderes im Kopf, was heute den Leuten als DTM verkauft wird. Die 30, 190e Alpha, ne, und ja. sowas, ja. Weißt du, ich habe mir, schon den Arsch in Hockenheim platt gesessen, wo sie noch mit den alten M3s gefahren sind, das war ganz was, oder was weiß ich, wenn wir getestet haben in Hockenheim, hat auch oft die DTM getestet, ja, was weiß ich, mit den, ich hab die ganzen Autos live erlebt, ja, ich war mit denen zusammen auf der Rennstrecke, ja, was weiß ich, letztens bin ich mal wieder über den Kanal von Marco Werner gestolpert, kann ich übrigens auch nur empfehlen, auch ein geiler Typ, erfolgreicher Le Mans-Fahrer und der macht jetzt so mit historischen Autos sehr, sehr sehenswert, ähnlich wenig geguckt wie bei uns, leider. Ja, und also geht es nicht nur uns so. Ja. Das ist eigentlich ein berühmter Mann, der was geleistet hat. Und da ist mir dann wieder eingefallen, ich kann mich noch erinnern, wie heißt der? Klaus Ludwig? Nein, der PSK-Fahrer von der Formel 1. Ah, wie heißt der? Mailänder, Bernd Mailänder. Bernd Mailänder, so. Ich kann mich erinnern, dass ich Anfang der 90er Jahre gegen die Autorennen gefahren bin. Ja? Was weiß ich, Marco Werner, Bernd Mailänder, weißt du, wenn ich das so sehe, wie lang das her ist und teilweise, was die dann auch erreicht haben, ist schon krass, wenn du das heute einem erzählst, was ist, das glaubt dir gar keiner so. Ja, diese Geschichte, weil ich das Klaus Ludwig sage, hast du mir da auch mal erzählt, wo er gesagt hat, hier, wenn ich komme, gehst du weg. Ne? Genau, ja, beim Testen. Ja, was weiß ich, wir hatten 944 Turbo Cup und er hatte damals sein C-Klasse DTM, war das schon. Und kam dann so in der Box rübergeschlappt und hat gemeint, ach übrigens, wenn ich zum Überrunden komme, steh mir nicht in die Füße rum. Also, ja, geiler Typ, ja. Ja, der war schon speziell, ja. Ja. Das glaube ich, so kommt er auch rüber im TV. Ja. Ne?
Aber ich will dir nicht dein Zettel wegnehmen, aber das ist jetzt eigentlich noch eine gute Überleitung, ja. weil du hast bei mir quasi diese Woche wieder die alten Emotionsknöpfe gedrückt. Ja, weil du mir... Habe ich hier draufstehen? Ja, genau, deswegen sage ich ja, weil du mir auf Telegram quasi einen Link geschickt hattest, war das YouTube Eurosport? Das war YouTube, ja, das war von irgendeinem, ich weiß gar nicht, wie er hieß, der hat so viele... Aber war nicht Eurosport selber, oder was? Nein, es war nicht Eurosport selber, aber das ist halt früher auf Eurosport übertragen worden und der hat es halt hochgeladen, die ganzen Rennen der BPR Endurance Challenge heißt die, zusammen. Ja. BPR, genau, ja. So aus mit Anfang, Mitte 90er, ja. 95, 96 habe ich dir, glaube ich, geschickt da in Le Castellet und Monza. Ich glaube, die Gründer der Serie waren der Bart von Porsche, der Peter Hansel und der Rattel. Ja, deshalb hieß es BPR. Genau, ja. Also quasi GT-Fahrzeuge, GT1, GT2 und sowas, aber in der geilsten Ausführung, also Ferrari F40, McLaren F1, wie war der Lotus Esprit V8 Turbo, Corvette habe ich Marcos da gesehen, Marcos Mantara, Morgen, Aero 8. Da habe ich übrigens auch diesen Charles Morgan kennengelernt, netter Mann, Holzrahmenauto. Ja, das Ding, das passt so gar nicht, ich musste so lachen, ich dachte, was fährt denn da für ein Krückstuhl lang? War das der blaue? Ja, so ein Krückstuhl lang, denke ich so, hä, was macht der denn da zwischen den ganzen Supersportwagen? Ne? Der war in Silverstone, waren wir mal in einer Box mit dem, das war ganz lustig, waren interessante Gespräche. Also ein sehr netter Mann, hat mir viel erklärt von seinen Autos. Ja. Und ich habe bis dahin morgen, dachte ich auch immer so, ja, ich weiß nicht, aber die haben eine Riesenhistorie und die pflegen quasi noch dieses alte vererbte Handwerk mit den hölzernen Autorahmen. Also sagen wir mal so, deshalb sind die auch so hinterhergefahren, weil das ist halt ein total... Das ist halt nicht für die Rechte, also... Nein, aber... Sagen wir mal, geeignet. Ich kann wirklich nur sagen... Das war die geilste Rennserie, die ich erlebt habe. Wir werden das nie vergessen, was wir da für tolle Erlebnisse hatten. Ich bin echt froh, dass ich das eine ganze Zeit live miterleben konnte und da mithelfen konnte in einem Team. Und, mit Porsche war das, ne? Ja, und die FIA hat es komplett kaputt gemacht. Und wie immer... Immer wenn die FIA irgendwo ihre Finger reinkriegt, geht's in den Arsch. Das war so, da gab es noch nach diesem Reglement noch andere Serien. Wir waren teilweise auch bei der französischen GT-Meisterschaft unterwegs und so. Und das war an den verrücktesten. In China waren Rennen, in Schweden waren Rennen. Ja. Und die tollsten Autos, die man sich vorstellen konnte. Und weißt du, auch alles so in greifbarer Nähe. Zum Beispiel, was weiß ich, am Nürburgring war es so, dass... da ist zum Beispiel der Bruno Giacomelli ist bei uns gefahren am Nürburgring, alter Formel-1-Dreher. Und was ich so an Top-Rennfahrern auch aus der Formel 1 dadurch kennengelernt habe und auch an Top-Autos mal die Hand anlegen konnte, einfach mal, weißt du, ist einfach ein Genuss gewesen, wenn du mal eine halbe Stunde dich bei so einem McLaren direkt dran stellst und mal guckst, was machen die da, was schrauben die da. Und was weiß ich, du konntest auch mit allen sprechen, ja. Das heißt, was weiß ich, der Paul Roche ist da teilweise rumgerannt und wenn du irgendeinem eine Frage gestellt hast, hast du Antworten bekommen oder was weiß ich hier, der Belmondo mit den F40, die auch häufiger mal gebrannt haben, ja. Aber sau schnell auch, ne? Also, ja, oder ich werde nie vergessen, den Jan Lammers in dem Lotus, ja. Das waren alles keine Konzepte, die irgendwie gehalten haben und angekommen sind, ja. Aber... Das war eine geile Serie mit den damals geilsten Autos und es war halt auch so, gut, es gab, sag mal, viele sagen auch, als die McLarens reinkamen, das war der Untergang, weil es zu professionell geworden ist. Der McLaren war einfach ein perfektes Auto von einem perfekten Team, das auch noch gute Leute abgestellt hat, kann man sich auf alte Schule anhören, da erzählt der Thomas Pscher, wie das da so dazu gekommen ist und die waren uns natürlich brachial überlegen. Dann war natürlich als Porsche war dann der Gegenzug dafür der GT1. Mhm. Aber der war ja für... Später, oder? Ja, aber das waren ja so in 1, 2, 3 Jahre Folgen. Ja. Aber der war natürlich für die Privatteams auch wieder nicht bezahlbar. Das war, was weiß ich, dann hattest du mir noch von Monza das Video geschickt da, was weiß ich, das... Clay Regazzoni werde ich auch nie vergessen. Ja,
ist einfach. Da ist ja diese Mütze her. Ja. Das ist einfach Wahnsinn. Vor allen Dingen, da war auch, sagen wir mal, da waren auch so viele von den Großen aus der Formel 1, die waren auch immer mal in der BPR unterwegs. Und weißt du, du hast da Legenden kennengelernt und das war so, wie soll ich das sagen, das war total Barriere. Und also ich auf dem Oktoberfest. Ich weiß nicht, ich habe heute so zu aktuellen Topfahrern habe ich keinen Kontakt, von daher kann ich es nicht vergleichen. Mhm. Aber ich stelle mir vor, dass ich wahrscheinlich nicht in die Box latschen kann und kann den Hamilton ansprechen, ja, oder sowas. Hey, servus. Ja, aber so, was weiß ich, die Typen damals, die waren irgendwie total cool. Also das war irgendwie auf Augenhöhe. Die haben nicht gesagt, hier, was willst du hier, warum und so. Ja, das war einfach genial. Ich weiß noch, teilweise war mein Zimmergenosse, war der Wolfgang Kaufmann. Den sehe ich jetzt auch manchmal wieder bei diesen Chromecast-Videos, glaube ich, vom Lausitzring. Der macht jetzt, glaube ich, mit Krämer noch so ein bisschen. Mhm. Ja gut, der ist ja auch ja, so in meinem Alter. Also ich weiß nicht, aber der fährt auch immer noch, ja. Und da fallen mir dann, wenn du mir so einen Film schickst oder so, da fallen mir wieder so Sachen, Details an. Dann muss ich es gucken, denke, ah, vielleicht bin ich mal irgendwo im Bild oder so. Ja. So an der Box oder so, ja. Ja. Also wirklich, wirklich unfassbar, was da an Top-Leuten und geilen Autos am Start. Also gut, ist immer so, sagst immer so, wenn du irgendwie jung warst, da war alles besser. Ja. Aber ich kann es dir einfach nur sagen, auch so, ich kann mich an viele Rennen erinnern, wo die Zuschauer Zutritt zur Boxengasse hatten. Ja? Das heißt, du konntest dir, was weiß ich, die Fahrer angucken, du konntest dir die Autos angucken. Und ich kann nur sagen, wenn du mal erlebt hast, wenn vier McLaren an oder vor der Box stehen und die werden warm laufen gelassen, das vergisst du nie. Dieses Geräusch, da stellen sich dir die Haare auf dem Rücken. Ja, also überhaupt der McLaren, das ist geil. Weißt du, so dieser gelbe Harrods, gelb-grün, ja, und ja. Der Golf McLaren, der Dings, die waren ja immer vorne dabei irgendwie, ne? Und richtig Hammer. Ja, wie gesagt, ich bin zufällig, ich weiß auch nicht wie, drauf gekommen. Und da habe ich gesagt, BPR, musst du mal gucken. Und da habe ich auch da ein paar Rennen tatsächlich gefunden und habe mir die dann auch reingezogen. Und so damals bei Eurosport einfach auch gelaufen, ja. Ja. Und Hammer. Allein diese Autos, die da fahren und Wahnsinn. Ja. Hat mir gefallen. Da muss ich mich dran erinnern, dass du da auch am Start warst. Ja, und ich wie gesagt, ich versuche mir heute diese GT-Geschichten anzugucken. Manches ist auch noch ganz okay. Ich bin immer noch ein großer Le Mans-Fan. Ja, gucke ich auch gerne. Ich bin ja jetzt mal mit dieser Hypercar-Klasse gespannt. Ich muss so sagen, so diese, wie heißt es, ADAC GT Masters oder sowas. War ich auch schon vor Ort am Hockenheimring und das so. Das hat aber bei weitem nicht mehr so diesen Flair, wie es damals, also die BPR, das war eine geniale Erfindung von dem Jürgen Barth und den anderen zwei Jungs. Und das war klasse, was da auch für riesen Starterfelder unterwegs waren. Ja. Und dann quasi auf den Knallerstrecken der Welt. Ja. Ja. Besser geht's nicht. Nee, eigentlich, ging echt nicht besser. Und heute ist ja leider ist es ja heute so bei diesen ganzen GT-Dingern, diese Balance of Performance, die macht halt alles auch kaputt, weil am Ende hast du gute Autos werden schlechter gemacht sagen wir mal, so fast auf das Niveau von dem Schlechtesten am Feld. Und das ist irgendwie, der Sportgedanke ist doch eigentlich Innovation ein anderer. Also, wird nicht belohnt, man bemüht sich, weißt du, das alles ist alles gleich machen und so. Das ist so im Prinzip, das ist so diese Inklusionsgeschichte, dass jetzt Männer, die meinen, sie sind eine Frau, dürfen auch beim Frauensport mitmachen. Und der Rollstuhlfahrer muss auch die 100 Meter mitlaufen können und so, ja. Da geben sich Leute Mühe, einen geilen Rennwagen zu bauen. Und dann wird es so lange klein gemacht und eingebremst, was dann wieder dazu führt, dass die vorher keiner die Karten auf den Tisch legt, weil jeder Angst hat vom 24-Stunden-Rennen. Sandbagging. Ja, dass das wahre Potenzial erkannt wird. Und wenn du dich dann auskennst, dann weißt du, die sind an gewissen Stellen so und so schnell und dann kannst du dir sagen, da müsstest du eigentlich insgesamt mehr können oder. Und das führt dann das Ganze auch wieder ad absurdum. Also
Ja, ich tue mir schwer damit, ganz ehrlich, weil diese, weißt du, diese wilde Zeit, ja, damals BPR, da gab es auch Autos, die, sagen wir mal, zumindest im Training mal jenseits 700 PS hatten. Mhm. Ja, und Die waren auch noch deutlich stärker als die Serienfahrzeuge oder die Fahrzeuge, die auf der Straße fahren. Ja. Heute ist ja umgekehrt. Ja, heute hast du einen GT3 Huracan Lamborghini, der hat irgendwie so knapp 500 PS und die Straßenversion hat 640 PS. Also ja, irgendwie mehr PS als die Rennversion. War früher halt nicht so. Ne? Gut, klar, die werden halt auch immer stärker auf der Straße, aber ja, trotzdem finde ich, das sollte... Ne? So, wie gesagt, ich kann nur sagen, wenn ich da von den Top-Leuten alles so kennengelernt habe, ins Gespräch gekommen bin, das wäre heute nicht, heute kannst du nicht mehr irgendwie bei der DTM, was auch immer das jetzt ist, oder bei der Formel 1, dass du da mal irgendwie, kannst du knicken. Nee. Ja? Und das war einfach noch eine andere Zeit und vor allen Dingen, da muss ich auch noch sagen, es war auch durchaus noch unter Konkurrenten Hilfsbereitschaft da. Ja, also was weiß ich, es konnte sogar schon mal vorkommen, dass du von jemandem Getriebe gekriegt hast, wenn dein Getriebe kaputt war. Oder dass du, was weiß ich, dir Werkzeug leihen konntest oder wenn die gesehen haben, dass es eine lange Nacht wird, weil es scheiße lief und irgendwas kaputt war, dass du von anderen was zu essen oder wie auch ja, immer. So ja, so kleine Gesten. Oder die haben dich mitgenommen ins Hotel oder so. Ja. Das gibt's oder, heute ist oder was weiß ich, weiß noch, in Monza in dem Hotel, das war das Hotel, wo auch die Formel 1 residiert hat, ja. Und das ganze Hotel war voll mit Bildern von Fahrern, mit persönlichen Widmungen, was weiß ich, Gerhard Berger, Niki Lauda, lalala und so weiter, ja. Und die Leute von dem Hotel, die wussten auch Geschichten zu, weißt du? Ja, wenn, klar. Wenn du dann nachts ins Hotel gekommen bist, dann konntest du, wenn du ins Bett hättest können, konntest du nicht ins Bett, weil, was weiß ich, der 70- oder 80-jährige Opa oder Seniorinhaber von dem Hotel, der hat dir dann Geschichten erzählt aus den 60ern von der Formel 1, ja, wo du wieder mit sabberndem Mund da gesessen hast. Das war einfach köstlich. Das war wirklich so geil, also unfassbar. Mir ist jetzt erst wieder durch diese ganze Lockdown und sonst was, scheiße Dystopie, wie du mir jetzt diese Links da geschickt hattest, ist mir erst wieder bewusst geworden, wie geil das war und was weiß ich, was für ein kostbares Gut auch Freiheit ist, weißt du? Mhm. Du beschließt irgendwie, keine Ahnung, kriegst nachts einen Anruf, pack den LT voll mit Getriebeteilen, wir haben Probleme, komm nach Le Castellet, wir testen, ja, und dann, was weiß ich, haben wir den Hund ins Auto gepackt und sind die Nacht durchgefahren nach Le Castellet mit Getriebeteilen und ja, was weiß ich, stell dir das heute vor, hast du dies, hast du das, hast du Testen, hast du Bescheinigung, hast du Quarantäne. Mhm. Alles weg. Alles weg. Oder auch der ganze Sport, der dann ohne Zuschauer stattfindet. Mhm. Das ist ja auch, und weißt du, da siehst du, die Maschinerie kann nicht angehalten werden, weil die Maschinerie nur noch kommerziell ist. Genau. Ja, es stellt keiner in Frage, auch nicht von den Fahrern, dass sie irgendwie sagen, sollten wir das ganze Theater hier eigentlich machen ohne Zuschauer? Ja. Oder machen wir, aber da ist drauf geschissen mittlerweile. Ja? Darum geht es gar nicht. Das hat sich halt leider verändert und ich kann nur sagen, Rennsport ist wirklich das Größte, was man sich vorstellen kann. Als Autofan. Ja, als Autofan auf alle Fälle und vor allen Dingen zu den Zeiten, wo es noch finanzierbar war. Mhm. Ja, es war nie billig und mir ging es auch oft so, dass wir Rennen auslassen mussten, weil wir kein Geld hatten, um Reifen zu kaufen oder sonst was für Sachen. Ja, aber weißt du, ich kann mich noch erinnern, in meinen Anfangszeiten, da habe ich abgefahrene Reifen geschnorrt. Ja, da sind wir immer zu Pirelli, wenn die wohlhabenden Teams relativ schnell gewechselt haben und haben bei Pirelli gehen die Reifen, noch, ja? Ja, ja, nee, und vor allen Dingen, normalerweise dürfen die ja auch nicht mehr rausgeben. Ja, aber die Jungs von Pirelli, die waren so nett, ich war da schon als armer Reifenschnorrer bekannt, ja. Da kommt er wieder. Dass ich dann quasi die abgefahrenen Reifen,
meistens hatten die noch so ein Fleisch drauf, dass man vielleicht noch mal ein Training fahren konnte oder irgendwie ein Sprint oder sowas, ja. Sag mal so, ich habe teilweise in mancher Saison habe ich mehr geschnorrte Gebrauchtreifen als gefahren neue, als Neureifen, ja. Und ja, das ist, ich meine, weißt gut. du, wenn du dir heute vorstellst, dass du vorgeschrieben bekommst, was du für einen Reifen fährst, möglicherweise, und dass du dann vielleicht einen gebrauchten Reifen auch gar nicht verwenden kannst, oder andererseits, dass du mit einem gebrauchten Reifen so chancenlos wärst, dass es gar keinen Sinn machen würde. Also das sind schon alles Veränderungen. Ja, das gibt es heute nicht mehr, ins wird auch nee. So natürlich nicht mehr kommen. Und ich glaube auch die aktuell, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, die werden das gar nicht mehr erleben. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Jungs, die heute VLN fahren, dass die irgendwie noch Reifen schnorren gehen oder so. Nee. Nein, das glaube ich auch nicht. Yokohama A008P war der Reifen, den Yokohama. Wir geschnorrt haben. Aha, ja. Okay. Werde ich auch nie vergessen. Ja, genau. Ein Regenschirm. So gute den Qualität. Kenn ich noch. Den kenne ich sogar, ja. Einen Regenschirm. Seit ja. damals hält der. Ja. Ach ja, die gute alte Zeit. So ist es. Oh, wir sind schon wieder bei 1,20. 1,20, ja. Heute hatten wir ja so das ein oder andere an Störungen in der Sendung. Ja, irgendwie. Dein blödes Handy, das blöde Handy, Hubschrauber. Jetzt ich hab den Ton vergessen, bin mal gespannt. Ja. Entschuldige mich an der Stelle schon, wenn es hier wieder zu irgendwelchen Zerrgeräuschen gekommen sein sollte. Ruft mich eigentlich den ganzen Tag kein Schwein an und ja. jetzt zweimal. Bin ich mal gespannt, ja. wer das ist. Ja. Da bin ich mal gespannt, ja. Ich kann ja unseren Zuschauern nochmal ans Herz legen, falls sie irgendwelche Themen haben, die wir ja. in unserer üblichen, übellaunigen, mit Hassrede verseuchten Art und Weise besprechen, dann dürfen ja. sie uns das gerne mal schicken. Noch eine kurze Sache hatte ich hier auch noch drauf, weil ja. wir ja auch jetzt hier die Nordschleife so behandelt hatten. Ja. Hatte ich dir ja geschickt vor ein paar Tagen, Sabine Schmitz. Ja. Mit 51 Jahren am Krebs gestorben. Ich wusste zwar, dass sie das hat, aber ich dachte eigentlich, die hat es ja, besiegt. Aber offensichtlich, ich habe mir das nochmal durchgelesen. Ja. Das kam wohl immer wieder und jetzt hat sie ihren Kampf verloren. Mit 51 ist sie, glaube ich, geworden. Und die war ja auch an der Nordschleife oder ist mit der Nordschleife ja. Quasi. Der hat wahrscheinlich die meisten Runden auf der gedreht oder sowas, ne? Ja. Auch durch die Family, der hat ja, glaube ich, da irgendwie so ein Hotel oder sowas auch, gell? Ja, ja, ja. Und ja, wie gesagt, ich habe die nie so, ich kenne sie jetzt nur aus dem Fernsehen, halt von irgendwelchen Magazinen, wo sie da früher mal gefahren ist, oder als Ringtaxi, das sie da gefahren ja. ist, auch mit dem M5 V10 oder sowas. So von Top Gear war sie auch mal eine Zeit lang dabei gewesen, ja. so als Testteam oder sowas, ja. Ja. Hast du sie mal irgendwie so kennengelernt oder so? Keine Ahnung. Ja, aber das war weniger so Rennsportzusammenhang. Also wenn ja. wir am Nürburgring waren früher, haben wir da immer in dem Hotel gewohnt. Ja. Und wenn ich mich recht erinnere, hat das Hotel ihre Mutter gemacht und sie und ihre Schwester haben, glaube ich, bedient. Ah, okay. Kann ich mich noch erinnern. Und ja, da hat man auch immer, die waren auch immer, sage ich mal, redselig und man hat viel geschwätzt und so. Ja, und ich sag mal, ich habe dann... Hat die auch 24 Stunden dann, glaube ich, mit wem noch? Scheid. Zweimal, glaube ich, ja, sogar gewonnen. Ich glaube, war Scheid BMW oder so. Ja, ja, ja. zweimal. Und wie gesagt, man ist sich auch mal so über die Füße gelaufen bei der VLN und was sie da mit ihrem Partner zusammen gemacht hat. Das hat sich auch echt klasse entwickelt. Das ist mittlerweile eigentlich ein super professionelles Racing-Team. Mhm. Ich glaube, die gehen dieses Jahr auch mit Werksunterstützung an den Start. Mhm. Also, ja. Schade, ne? Also, ja, Leute, seht's mir auch nach. Es fällt mir in den Zeiten mittlerweile echt schwer, da irgendwie frohe Laune zu vermitteln. Wir machen ja die Sendung eigentlich auch, weil wir so ein bisschen Spaß und Häme verbreiten wollen und die alten Zeiten so ein bisschen am Leben halten wollen. Aber ja, es fällt einem manchmal nicht leicht. Also für mich ist die aktuelle Situation, die aktuellen Zeiten... Nicht ertragbar. Nee, ja. ehrlich, ist nicht ertragbar. Und was weiß ich, wir haben auch eigentlich schon so drüber diskutiert, dass wir gesagt haben, es ist möglicherweise irgendwann auch mal der Punkt erreicht, wo man sich die Lampen ausblasen muss, weil man diese ganze Scheiße nicht mehr mitmachen will oder kann. Ja, also
Ich weiß es nicht, warum hier keiner aufsteht, warum wir dieses Gesindel in Berlin nicht mal vertreiben. Ich wäre dabei. Ja. Und ich glaube, allein auf bessere Zeiten zu hoffen, wird nicht reichen. Ich denke mal, wir werden jetzt wieder in den ewigen Lockdown versinken, den wir uns selber herbeigetestet haben, mit sinnlosen mathematischen Erhebungsmethoden und Schnelltests und so weiter. Aber andererseits bekommt man halt auch immer das, was man verdient. Und da sind wir wieder am Anfang der Sendung. Und ich präsentiere. Ja. Wer so wählt, der hat es nicht besser verdient. Ja, und kann seinen Autoschlüssel gleich mit in die Wahlurne werfen. Ja, wie sagte man früher, darauf einen Dujardin. Ja. Ja, also wir zwei löten uns jetzt nur einen rein. Ja, ein Mineralwässerchen. Und dann fahr ich nach Hause. Genau. Ja. Gut. In dem Sinne, ja. Sind wir durch. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, mal gucken, wenn nicht noch die Ausgangssperre. Ja, ne? Das ist abzuwarten. Wenn ich das doch über hier, wie heißt es? Wir unken ja schon die ganze Zeit rum, aber irgendwie. Ja, am Ende sitzen wir wirklich nur noch vorm PC. Ne? Wenn wir es noch hinkriegen. Ja. Also. Ciao, ciao. Wiederhören.